Ja, moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Jo, wir sind hier immer noch oben im Penthouse, könnte man sagen. Hm, Geld nehme ich wieder gerne mit. Aha. Interessantes Hüftschwingvideo, so. Clickbait! Ja, entkommen. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier entkommen sollen. Wahrscheinlich werden hier ganz viele Leute noch sterben. Ja, heute ist euer Tod gekommen. Zieh weiter auf diesen verdammten Fahrstuhl. Steh auf und sieh nach, ob er noch drin ist. Ach du Scheiße. Hallo, Miss. Okay. Ups, tut mir leid. Entschuldige dich. Wer ist der Kerl? So, Molotow, alle weg. Headshot. Willst du mich verarschen? Truppe angelegt. Das würde ich auch von euch behaupten. Muss kurz Munition wechseln. Mann. Das könnte hier echt noch übel werden. Ziel doch wenigstens, oder schießt du? So, komm. Den haben wir auch. Alles klar, so. Hä, wo ist er? Du bist tot, du sitzt dich fest, du bist... Ey, das... Klar, schießen sie durch. Vor was laufen die denn weg? Vor mir! So, den haben wir auch. Ich hab den Ich schneide dir dein beschissenes Herz raus. Hallo, stirbst du? Dankeschön. Alles klar, so. Es ist nur einer, das lohnt sich ja gar nicht. So, mal gucken. Der ist weg. Der ist auch weg. Alles klar. So, wir haben aber keine Medpacks mehr. Das ist nicht gut. Wo seid ihr? Unter uns alle. Hier haben wir anscheinend alle erledigt. Die ganzen schönen Medpacks sind über uns. Außer eins. Hier hinten müsste auch eins sein. Das holen wir uns mal ganz schnell, weil der braucht uns leider Gottes doch. Ah. Leider Gottes brauchen wir es, wie gesagt. So, jetzt müssen wir nur einen Weg nach unten finden. Naja, verzeiht. Warum komme ich da nicht in das Treppenhaus? Keine Ahnung. Na, zur Not gehe ich vorne raus. Kenne ich ja jetzt auch mal nichts, ne? Hier ist auch nichts. Verdammt, wie komme ich jetzt da unten? Das kommt mir aber komisch vor. Voll die vielen sichtbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Oh! Passt doch! Na! Ah. Oh, jetzt schießt nicht schon wieder auf meine Reifen, ihr Schweine! Lass das! Oh, so. Da! Wie können die so genau die Reifen immer treffen? Wie bitte? Wie? Da komme ich nicht durch. Ich komme durch? Okay. Reifen ist eh hin. Nimm mal den Weg hier. So. An alle Einheiten. Nicht Kontakt zu verdächtigen.
Ja, das war... Aua. Tschün. Hallo? Ah. Derasio, erledigt. Schade, dass wir den nicht auf unsere Seite ziehen konnten. Komm ruhig rein. Wir sind nur ein klein wenig am Plaudern. Tony Derasio hat gerade vor dem Royal das Pflaster geküsst. Die Innenstadt gehört uns. Kavar Construction, die falschen Baustellen, das Imperial, die ganzen Schlappschwänze, die dem Mob Geld schulden, alles unser. Dass ich dieses Viertel klar machen soll, heißt für mich, dass ich es auch kriege. Bisher habe ich schließlich nur River Row. Da ist Platz nach oben. Richtig. Zu sagen, ich drehe Däumchen, wäre eine glatte Untertreibung. Ich habe keine Ahnung, was du dir so denkst, aber mir geht langsam die Geduld aus. Ein Großteil dieser Stadt ist unter meiner Kontrolle. Du kannst diesen Bezirk gern von den Weißen klar machen lassen. Aber am Ende sollte er dann doch bei mir landen. Wer soll's denn nun sein? Richtig, Vito wird's bekommen. Das habe ich ja schon entschieden. Überleg dir das gut, Junge. Beschleunigung aller Fahrzeuge, Birk bringt dir bei, hey, wie du ein geparktes Auto lautlos klauen kannst. Auch nicht schlecht. Warnungszone, keine Verbrechen für 2 Minuten. Aber... Wir wissen, was kämpfen heißt. Telefonvermittlung. Das hier wird's auf jeden Fall. Richtig, richtig, richtig. Wir gucken uns das ja auch mal an. Vollstreckerkommando, schwere Verstärkung rufen. Ah, auch nicht schlecht. Mafia-Arzt. Ein zusätzliches Gesundheitsbalken wäre auch schön. Ist aber doch schwierig. Man muss auf echt versuchen, die alle zu maxen irgendwo. Wäre zumindest ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, alle gleichzeitig. Ich glaube nicht. Aber okay, okay. Das kriegt auf jeden Fall Vito. Der hier geht an Skelette. So habe ich mir das vorgestellt. Bin ich nur dabei, weil ich so gut aussehe? Im Moment fällt mir nämlich sonst kein verdammter Grund ein, wieso ich hier blöd rumsitze. Also gut, dann sind wir fertig, weil dann gehe ich. Reden können wir später. Verschwinden wir. Gott, was für Zankhälse. Meine Güte, jeder kriegt seinen Kuchen, seinen Teil vom Kuchen ab und sie müssen sich trotzdem noch in den Haaren liegen. Mann. Das sollte, ja gut, es ist ein Spiel, aber theoretisch sollte das doch jeden Ball einleuchten, dass er, also Brooke zumindest, dass er auch noch was kriegt. Dann geht's jetzt zum dritten Areal. Die Polizei weitet die Suche nach dem männlichen Schwarzen, der für das Massaker im Royal Hotel verantwortlich sein soll, aus. Der Verdächtige ist ca. 1,91 Meter groß, bewaffnet und sehr gefährlich. Du hast Tony vom Dach des Royal Hotel geworfen? Ah, stimmt nicht, es war sein Penthouse-Fenster. Du hattest schon immer einen Hang zum Dramatik. Tonys Buchhaltung. Die letzten paar Seiten sind sehr interessant. Hast du eine Ahnung, was US5CJ heißt? Moment mal. Heilige Scheiße. Warum verschenkt Lou 10 Riesen an ein Bordell und dieselbe Summe an eine Drogenhöhle? Greco hat Scaletta und mir erzählt, dass Marcano ein Vermögen ausgeht, damit Glücksspiel endlich legalisiert wird. Und wen sollte man da schlauerweise an seiner Seite haben? Natürlich, einen Richter vom 5. Berufungsgericht, US5CJ. Exakt. Es gibt über 20 Richter in der Kammer. Jeder kommt in Frage. Ein Typ wie der, um den es hier geht, lässt sich normalerweise nicht ins Handwerk pfuschen. Ich klappe mal die Adressen ab, die hier drin stehen. Dann kriegt er Panik und bittet Lou um Hilfe. Und so kriegen wir raus, wer es ist. Lass das Abhörgerät laufen. Schalte ich nie aus. Ich freue mich jetzt schon. Einen neuen Gefallen verdient! Jawohl! Gepanzerter Majesti. Ein Lieferdienst. Oh, den Majesti haben wir jetzt auch und können ihn uns liefern lassen. Sehr schick. Und wir können Drogenaufträge. Oh Gott, wir haben jetzt inzwischen so. Was? 6? Ja, nein, das machen wir jetzt nicht als nächstes. Das machen wir dann heimlich in unseren stillen Kämmerlein. So, noch was? Rede mit Harold Cowley. Da, okay, werden wir alles machen. So. Schön, dass wir auch gerade hier sind. Finde ich ganz angenehm. Jetzt kann man hier mal wieder so ein bisschen gucken. Da können wir hier wieder noch eine so eine Tour fahren. Da können wir noch das machen. Stiehl den Truck. Und es müsste ja auch noch ein Dings dazu kommen. Das können wir natürlich, wie gesagt, auch generell mal machen. Aber was ist denn jetzt? Und dafür müssen wir in dieses Areal dann rein. Interessant. Das heißt, das wäre dann wahrscheinlich auch hier für unseren guten Ding Scaletta. So als theoretisches Areal. Ich weiß echt noch nicht, ob wir die hier unten nicht auch mal weggehen. Aber wahrscheinlich sind die so uninteressant, dass das nicht nötig ist. Frisco Fields wird wahrscheinlich sie bekommen.
Er hier kriegt die drei dann. Und das letzte Areal wird wahrscheinlich das hier oben sein, wo wir noch gar nicht waren. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es im Moment noch gesperrt ist. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ach, jetzt sehen wir ja auch schön die Dinger. Sehr schön, wo ich sie aufdecken muss und kann. Der Bräuseweg ist nicht mehr so. Und dass ich den nicht entdeckt habe, verstehe ich nicht. Denn genau an der bin ich vorbeigelaufen. Aber na gut. Mit Hazard Curly. So. Wir wollen natürlich. Richtig. Wir wollten ja mit dem Padre reden. Ich glaube, das machen wir als erstes. Wir reden mit dem Padre und dann fahren wir hier rüber und holen uns mal das neue Areal. Für unseren lieben Burke, damit der nicht zu kurz kommt. Aber erstmal lassen wir uns mal ein schönes Autochen liefern. Hallo. So, jetzt können wir den gepanzerten. Da ist er. Ich freue mich schon auf den da. Erobere Tick vor Harbor. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Harlow schicken würdest? Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Ja, wasch dir aber bitte die Hände ab, bevor du einsteigst. Er hat mich im Übrigen auch schon fast ein, zwei Mal überfahren. Also da immer Haaresbreite. Interessant ist, dass das da... Das ist ein Polizeidepartement, das ist mir auch noch nie aufgefallen. Und das hat nicht mehr den besten Zustand. Ich glaube, die Polizei hat hier nichts mehr zu tun und zu suchen. Ja, 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 hup, hup. Das ist eine Hupe. So. Ganz verdammt viele wunderschöne Aufträge. Oh, das war schön knapp. Hat gut gepasst. Obwohl, ein paar Polizisten sind hier noch. Oh, der ist ganz oben aus dem Gebäude geflogen. Ich find's herrlich, diese Unterredungen. Also das ist schon schön gemacht. Muss man ihnen lassen. Das haben sie echt schön gemacht. Oh, Rausch der Geschwindigkeit. Mit, na, kommen wir noch an die, schaffen wir 75? Schnell ist was anderes. Aber dafür reisen wir jetzt mal mit ein bisschen Stil, würde ich sagen. Außerdem ist die Kiste ja gepanzert. Also rein theoretisch dürften uns hier drin auch die Cops nicht so schnell aufhalten. Ne? Hier die, an dem wir gerade linksseitig vorbeifahren. Das hat keiner gesehen, das hat keiner gesehen! Das Ding hat leider doch einen schlechten Mittelkreis. Ich bin schon mal weg. Ich bin gar nicht da. Gut, ich bin gespannt, was Father James uns so zu sagen hat. Da bin ich ja schon eine ganze Zeit gespannt drauf. Vielleicht hat er auch noch einen schönen Auftrag für uns. Dann können wir uns langsam vor Aufträgen nicht mehr retten. Und wie gesagt, dann geht's ins neue Areal. Und wenn wir das dann haben... Boah. Mal gucken, ob, wie wir dann vorangehen. Auf jeden Fall werde ich dann zusehen, dass ich die ganzen Zeitquests erstmal mache, bevor wir dann storytechnisch die, uns um die Tochter kümmern, uns um den Richter kümmern und wer weiß, wen wir jetzt dann als Drittes noch dazugekommen. Und da müssen wir irgendwie nach unten kommen, da kann eigentlich auch nur sein, dass es hier irgendwo einen Weg zu den Kanälen gibt. So. Ah, lalalalalalala. Habe ich dir hier erzählt, warum ich Priester geworden bin? Wegen dem, was sie im Krieg gesehen haben. Das war gelogen. Ich bin Priester geworden wegen dem, was ich im Krieg getan habe. Doch, dann ist das doch eine super Joboption für Lincoln, wenn er fertig ist. Hat. Als ich da drüben war, zusammengepfercht mit den ganzen anderen Kanonenfutternegern, da ist der ganze Schmerz, die ganze Wut, die sich mein Leben lang angestaut hatte, hochgekocht. Und als das alles aus mir rausbrach... Nein. Das willst du gar nicht hören. Ich bezweifle, dass ein paar tote Nazis irgendwen kratzen. Darum geht's nicht. Ich habe Menschen nicht umgebracht. Wirklich. Und sie umzubringen, hätte mir etwas bedeuten müssen. Das ist wahr. Hätte mir nahe gehen müssen. Auch wenn die Nazis halt im Endeffekt Verbrecher waren, sie haben es stellenweise auch nicht freiwillig gemacht. Was da tief in mir schlummerte, das... Und das sind immer Menschen. Das war zu viel. Ich weiß, wer ich bin. Das weiß ich, Junge. Und das macht mir ja gerade Angst. Das heißt, der Herrgott bürdet uns nur so viel auf, wie wir tragen können. Aber manchmal frage ich mich, ob das eine Lüge ist. So, ja, ah, da ist es. Das wollte ich haben. Ja, keine Ahnung, Padre, keine Ahnung. Das ist wahr, es sind trotz allem immer Menschenleben.
Lincoln ist nun auch nicht wirklich unschuldig, muss man ja mal zugeben. So, Blut und Öl. Schwerwiegende Themen sind das aber auch immer. Da von hinten kommt wieder ein rotes Fahrzeug an. Das juckt mich jetzt auch mal überhaupt nicht. So, wir gehen jetzt auf ins nächste Areal, ins nächste Gebiet. Und hier hat dann der AFC Okami auch ganz schön viel einzusammeln. Aber ich glaube, das wird umso mehr sich erst lohnen, wenn wir im nächsten Areal wirklich mal unterwegs sind. Und dieses Areal bleibt so lange noch relativ unberührt. Relativ ist relativ. Oh, okay. Da waren jetzt die Bremsen zu schwach für, sonst hätte ich es wirklich komplett geschafft, den wieder unter Kontrolle zu kriegen. Verdammt! Kann ich auch. Zu Fuß und der Reifen zerschießen. Ah, ja, ja, ja. So, dann wollen wir mal gucken, was Donovan uns so zu sagen hat. Oh, er ist gegen die Laterne gefallen. Ruf sofort die Polizei. Erschießt ihn. So schnell sehen wir uns wieder, Donnie. Ich kapiere nicht, wie man hier unten leben kann. Es ist heiß, es ist feucht und meistens stinkt's grauenhaft nach dem Fluss. Ich riech gar nichts. Du weißt, was ich meine. Der Gestank von Schlamm. Feuchter, vergammelter Schlamm, in dem seit Urzeiten alles Mögliche verrottet. Im Mekong-Delta hat das ganz genauso widerlich gestunken. Und diesen Mief hasse ich noch heute. Was hast du rausgefunden? Franco Frank Pagani schmeißt Tick vor Harbor. Er steht unter Tommy Marcano und hat ein Schiff mit Namen Tanager, mit dem er seinen Shit rein und raus aus der Stadt bringt. Die letzten 8 Monate fuhr er angeblich damit nach Bermuda. Nach Bermuda? Natürlich nur offiziell. In Wirklichkeit war er in Kuba. Marcano hat mal die Mafia-Casinos in Havanna geleitet. Ich vermute, Franks Auftrag war, alles Verwertbare aus den alten Casinos rauszuholen und dann hierher zu bringen. Eine ganze Menge Aufwand für ein paar alte Roulette-Tische und Spielautomaten, aber sicher was ganz anderes am Laufen. So dumm, dass wir Frank nicht einfach danach fragen können. Er ist in Havanna und kommt sicher so bald nicht zurück. Wir könnten ihn überzeugen, seine Reisepläne zu ändern. Franks Business sind hauptsächlich gestohlene Autos und Fracht. Such mal nach Plätzen, an denen sowas vertickt wird. Sobald die lahmgelegt sind, wird er heimkommen. Alles klar. Ich höre mal bei der Küstenwache mit und sag Bescheid, wenn die Tanager Kontakt aufnimmt. Autodiebstahl. Schmuggel. Klingt gut. Guten Tag. Muss ich mal kurz was holen. Es gibt sie Kette her. Ja, dann wissen wir schon mal Bescheid. Unbefugtes Betreten. Da ist das Ding, was ich gerade gesehen habe noch. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Wahrscheinlich kommt er jetzt hier angeschissert. Nee, kommt er nicht. Leg das zurück. Tut mir leid. Sorry, mein Kumpel, aber das musste sein. Was rufst du auch so laut? Ich habe schon länger keinen Leichenwagen mehr gesehen. So. Tick for Harbor. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall Autodiebstahl. Reden mit Gina Kowalski. Das machen wir jetzt mal als Erstes. Ist ja auch nicht allzu weit weg. Warum steht der eigentlich so doof auf der Straße rum? Weiß er wahrscheinlich selber nicht. Okay, wir können uns ein Stück gerade ausfahren. Gut. So. Ist doch viel kürzer, Navi. Was für Wege gibst du mir hier denn vor? Mann. Aua. Das Ding hat eine echt schlechte Kurvenlage. Das fühlte sich wohl beim ersten Diebstahl besser an. Ich glaube, ich weiß, welches Auto wir mitnehmen. Das könnte das ganz schnelle sein. Oh, ihr wisst schon was. Oh, das muss man unbedingt ausprobieren. Hey, hier drüben. Ach du Schande. Schönen guten Tag, Oma. Bist du der kranke Wichser, der sich um Junior Holland kümmern wird? Ich kann auch gleich wieder gehen, Lady. Ganz ruhig. Hab's nicht so gemeint. Ich bin Gina Kowalski. Mein alter Herr und ich haben mit Junior Autos geklaut, bevor er sich entschieden hat, uns abzuservieren und mit Marcano weiterzumachen. Und wo steckt dein alter Herr? Ist Ostern im Knast gestorben. Oh. Sorry. Hätte sich nicht schnappen lassen sollen.
Junior schmuggelt Autos über die Best Oil Tankstelle. Er hat da ein paar Profis, die ihm Luxuskarossen anliefern. Und ganz nebenbei bringt er auch noch geklauten Sprit aus der Raffinerie unter die Leute. Wohin gehen die Autos? Ein paar verkauft er hier. Aber bei all den vermissten neuen Autos in letzter Zeit ist Junior wohl gerade dabei, eine Lieferung aus der Stadt zu schaffen. Oder wir waren in der Nähe. Wenn bringe ich die zum Reden. Vielleicht finde ich sogar raus, welche Profis für ihn arbeiten. Wir sehen uns, Gina. Juniors Jungs sind harte Brocken, aber du musst was aus denen rauskriegen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich werde mich gleich an dem Auto da reiben. Ich hoffe, das ist der Wagen. Ich hoffe, es ist sogar arg und sehr. So, du guckst mal am besten weg. Samson Opus. Oh! Er klingt schon. Wie er schon klingt. Nein, nicht dagegen fahren. Da komm, raus da. Oh! Okay. Da hätten wir gleich die erste Aktion, die wir machen könnten. Ich hole mir jetzt natürlich vorher nochmal hier kurz das da und rede mit Pablo. Und das ist gerade Strecke. Alter, geht die Kiste ab. Ja, ich glaube, mit dem kriegt man es hin. Oh, Mann. Den will ich nicht kaputt fahren. Wir müssen uns gleich eine gute Strecke suchen, wo wir den mal richtig ausfahren können. Ich glaube, der schafft das Achievement auf jeden Fall. Alter, wie der vorangeht. Dass das hier nicht als Drift zählt, ist mir auch noch so ein Rätsel. Na! Nicht anfahren! Ich muss da kurz hin! Mein Auto! Bleib stehen! Ey Mann, wo ist mein... Oh, wollte gerade sagen, ey Mann, wo ist mein Auto? Steht's. Den kleinen Grünfrosch sieht man nicht so schnell. Alter, geht die Kiste steil. Ich freue mich gerade. Das Ding geht mal richtig ab. So, so, da findet man also ein gutes Auto. Ich hoffe, ihr kommt jetzt nichts angefahren und macht einen Wagen platt. Das wäre sehr unschön. Guten Tag. Hey, ja, bin ja schon da. Sie haben auf mich gewartet, oder? Richtig. Pablo Duarte. Gehören Sie zur Firma? Nicht direkt. Ist das ein Problem? Nicht, wenn Sie helfen können, zu verhindern, dass Geld an diese Kommunistenschweine in Kuba geht. Sie sind beim kubanischen Revolutionsrat. Ich habe dieses Desaster überlebt damals im Jahr 61. Bin hier gelandet. Ich habe aber noch Verbindungen. So hatte ich dann Frank Paganis Schmuggelorganisation auf dem Radar. Einer von seinen Leuten, Pops Holland, betreibt den Frachthof. Macht eine Menge Geschäfte mit Havanna. Von diesem Kommi-Gelaber über gemeinsam besitzet mir kotzübel. Diesen verdammten Motherfuckern ist nur Geld wichtig. Seit Marcano River Row verloren hat, lässt er Pops Lagerhäuser leerräumen. Er lässt sogar seine beschissenen Waren übers Wasser einfliegen. Keine Ahnung, wo genau sie abgeworfen werden, aber Pops hat einen Funker, der für ihn arbeitet. Und der weiß Bescheid. Ich bin mir sicher, Papst Leute werden mir liebend gerne helfen. Ich komme wieder, Pablo. Die Penner, die für Pops Holland arbeiten, wissen, was er plant. Sie müssen an sie rankommen. Das werden wir. So, jetzt müssen wir uns eine kleine Rennstrecke suchen. Theoretisch wüsste ich eine, die ist mir aber ein bisschen weit weg. Ah, okay, hier ist auch noch Autodiebstahl. Jetzt sehen wir hier schon mal alles, was wir zu tun haben. Das geht eigentlich, es ist nicht so viel. Natürlich ist ja noch einiges aufzudecken. So, mal gucken, wo kann man hier am besten Gas geben? Ich glaube fast hier, diese Strecke. Und hoffen, dass ich es bis dahin geschafft habe. Ansonsten gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, eine möglichst lange Brücke. Das heißt, vielleicht von hier und dann hier runter. Okay, das ist der Weg. Den fahren wir jetzt, weil ich will mit dem Wagen jetzt das hinkriegen. Dieses elende Achievement! Und wie gesagt, dass das hier nicht als Driften zählt, verstehe ich auch nicht.
Keine Ahnung, was dabei falsch ist. Zu wenig Geschwindigkeit oder was auch immer. Ich weiß es nicht. So, wo geht's wieder raus? Da hinten. Weil das Ding ist eine echte Drift-Maschine noch dazu. Okay, das sei jetzt ein Willkommen bei Let's Find the Bug. Wieso finde ich die eigentlich immer? Oh, das Auto ist aber auch fies zu fahren, muss man an der Stelle sagen. Also ausweichen ist hier vor allem bei Regen ganz schön schwierig. So. Oh, warum springt? Ja, ruf du die Bullen, ist mir doch egal. Ich bin da mal weg. 90 haben wir schon drauf. Und Tempo 120! Geht die Kiste ab! Ich weiß nicht, wie lange ich noch fahren muss. Das Problem ist, sobald jetzt irgendwie eine Kurve kommt, habe ich echt ein Problem. Achievement, sei bei mir! Ja, Big Block! Und ich hau hier gerade voll auf die Bremse. Also Bremsen ist was anderes. Big Block! Mal gucken, ob wir mit dem vielleicht noch einen schönen Drift hinkriegen. 5 Sekunden sollen wir ja driften. Das war zu viel. Oh, das Auto ist jetzt auch schon ganz schön mitgenommen. Ah, jawohl, nur Bordeaux. Drifter, damit haben wir alle die Achievements mit dem Auto, die gemacht werden müssen, gemacht. Juhu. So, das heißt, wo fahren wir denn jetzt mal hin? Wahrscheinlich werden wir gar nichts mehr groß schaffen, wenn ich auf die Uhr gucke. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier oben eh irgendwo wieder starten. Ich möchte das Auto ganz gerne noch behalten. Aber ich fahre erstmal wieder zurück, zumindest hier hoch. Und was könnte man vielleicht noch machen? Wenn wir es schaffen, hole ich mir vielleicht noch irgendwo so ein Ding. Oder. Hier, so eine kleine Mission da, ne? Was ist denn das? Autodiebstahl. Zerstöre die gehorteten Wagen. Größer Geld. So, nehmen wir das mal so als Ziel. Boah! Was ein Glücksfund! Was ein Glücksfund! Und er geht aber auch echt ab. Selbst in diesem völlig ramponierten Zustand. Die Kiste geht echt ab. Schöner Wagen. Finde ich schade, dass man solche Fahrzeuge nicht auch... dass man nicht so zum Beispiel 3 Slots hat, wo man halt Fahrzeuge, keine Ahnung, in irgendeine Garage fährt und die dann den 3 Slots zugewiesen werden, sodass man dann ein paar Fahrzeuge, die man vielleicht selbst gerne mag, seinem Fuhrpark hinzufügen kann. Das wäre nämlich noch urschön, da käme so einer hier dazu und ein Leichenwagen definitiv und keine Ahnung. Sowas finde ich halt schade und das fehlt mir so ein bisschen. Ah, bloß die Bremsen, wie gesagt, also die Bremsen sind alles andere als bremsig. Ah, da ist schon wieder so ein Auto, dem wir folgen können. Der fährt auch ein bisschen flotter, ne? Puh, der fährt echt ein bisschen sehr flotter. Okay, der ist weg. Was haben wir denn hier? Wartet mal, was haben wir denn hier noch für eine Mission? Schmuggel! Zahl einen Geldstapel. Pops und Pagini kennen. Da. Der hat ihn weitergeben. Voll, die Kelle sind immer auf Krawall gebürstet. Da müssen die Schmuggeleinkünfte stehlen. Könnte man auch machen. Aber das werden wir dann wirklich erst beim nächsten Mal machen. Und aus meiner Sicht sogar in der nächsten Aufnahme erst. Aufnahme-Session. Und nun geht er weg. Ich will das Auto hier nochmal so irgendwie noch abstellen. So. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, dass ihr die beiden Achievements mit diesem
Kracher hier hingekriegt habe. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Aufnahmesession von Let's Play Mafia 3. Bis dahin. Tschüss.